します。Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde, hiermit darf ich euch zu einem neuen Projekt begrüßen. Wir haben den Titel schon wunderschön erkannt, spielen wir die Sims 3. Eigentlich hätte hier jetzt ja der Trailer laufen sollen, der ganz normal von dem Game kommt, aber da ich die Folge jetzt insgesamt dreimal hochladen durfte und jedes Mal einen Trailer verändert habe, hochgepitcht habe, gespiegelt hat, alles mögliche und das Video immer, immer und immer wieder gesperrt wurde, habe ich mir gedacht, ich schneide ihn jetzt raus, aber falls ihr ihn euch trotzdem angucken wollt, findet ihr hier direkt einen Link, wo es zum originalen Trailer geht, dann glaube ich direkt von EA oder jemand anders hochgeladen. Auf jeden Fall wünsche ich euch nun viel Spaß mit dem Let's Play und ja, ich habe euch gespoilert. Muhahaha. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem mit der ersten Folge und dann, ja, tschüss. Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde. Damit darf ich euch zu dem neuen, nicht angekündigten Projekt begrüßen, wie man hier schon sehen kann. Ich glaube, jetzt im Ladebildschirm, eigentlich wollte ich es im Stadtbildschirm machen, aber ich wollte jetzt den Ladebildschirm nicht so sehen lassen. Spielen wir The Sims 3 mit, also so gesehen das Starterpack mit den zwei Erweiterungspacks. Einmal hier das Late Night Erweiterungspack und das Luxus Access Wars Erweiterungspack. Ich weiß, ich bin sehr spät dran mit dem Spiel, ja, war ja jetzt schon der Launch von Sims 4 in den Startlöchern steht. Gab's auch auf der Gamescom, war auch sehr nice, muss ich sagen. Ja, Sims 3, ich muss sagen, Sims ist so ein Spiel, was ich eigentlich wirklich nie so richtig gespielt habe. Hin und wieder so Sims 2 auf dem Handy, aber so am PC wirklich nie. Ich habe nur mal hin und wieder LPs dazu gesehen. Hier und da bei Honey rangeguckt, das komplette zweite Let's Play von GLP gesehen, aber wirklich selbst gespielt habe ich es noch nie. Also es könnte sein, dass ein paar Patzer und so weiter... oder verkleinert hat, warum auch immer, und jetzt gerade eine neue Aufnahme gestellt wurde. Egal, also auf jeden Fall, diese Adolf-Datei, ich weiß nicht, was die ist, ich glaube, da hat sich Erik mal heimlich an meinem PC reingemacht und Sims gespielt, aber auf jeden Fall würde ich sagen, die brauchen wir nicht mehr. Die wird gelöscht. So, wir fangen ein neues Spiel in Bridgeport an. Und sind dann erstmal wieder im ewigen Ladebildschirm. Die erste Folge wird ein bisschen länger, weil ich die Charaktererstellung einfach machen werde. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es denn werden wird und hoffe, dass es ein tolles Let's Play wird. Wie lange es gehen wird, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, es kommt jetzt halt so gesehen wie früher Rabbit. Montags, Mittwochs, Freitags jeweils um 2 Uhr. Die Folgen werden wieder so 20 Minuten gehalten. Vielleicht mal kürzer, vielleicht mal länger. Aber auf jeden Fall, die erste Folge wird wahrscheinlich extra large, weil ich in der Charaktererstellung wahrscheinlich verzweifeln werde. Aber... hey, dafür sind doch Let's Plays da, zum Verzweifeln. Naja, dann sehen wir jetzt hier wieder den spannenden Ladebalken fortschreiten. Es gibt nichts Tolleres, als das anzugucken, als sich den Ladebalken anzugucken. Und er schießt so unglaublich schnell. Ja, Sims 3 war wirklich und das ist wirklich ein Spiel, wo du einfach nur im Ladebalken rumhängst. Es lädt und 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 ist fertig. Toll, das sieht voll schön aus. Yay, Bridgeport. Finde ich einfach, war für mich selbst auch die schönste Stadt. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeschüt. Aber ja, Bridgeport ist einfach eine schöne Stadt und deswegen habe ich die auch genommen. Die Maus ist gerade im Weg. Ich glaube, den Mauskurs habe ich sowieso aus dem Dexter-Einstellungen. Muss ich nachher mal gucken. Und da müssen wir nachher mal schön. Da mache ich dann, sobald das Intro so vorbei ist. So, lass uns Sims 3 spielen. Willkommen bei die Sims 3. Verwende die Buttons, um unten mit dem Spiel zu beginnen. Wir werden gleich anfangen, durch checke die Aufnahmequalität, die Soundqualität, ob alles für den Bildwert ist, passt und ob der Mauskursor gehalten wird. Wenn nicht, werdet ihr ihn gleich nicht mehr sehen. Ja, dann bis gleich. Der Mauskursor war gehalten, der Sound passt super, dann würde ich sagen, erstellen wir doch gleich mal die ersten Sims. Erstelle ein Haushalt wird geöffnet. Ja, wie gesagt, Verzweiflung ist jetzt schon mal angesagt, weil, ja. Braucht man gerade. Ich werde meine komplette Familie erstellen, also meine Mutti, mein Vati, mein Schwestli und mein Kati, also Katerli. Und ja, ich bin jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht sicher. Ich würde sagen, wir fangen mal mit meiner Mutter an. Da muss ich mir jetzt gerade mal was, Renate heißt sie. Was mache ich denn jetzt als Codenachnamen? Eigentlich will ich ja was, das von unserem Nachnamen abgeleitet worden ist. So ähnlich wie bei GP Büttinger. Komm, da muss es doch was geben. Wir nehmen einfach Schnuber. Das ist ein schöner Nachname und abgekürzt. So, meine Mutter ist weiblich. Sie ist eine Erwachsene. Seniorin noch nicht. Das kommt bald. Oh, pst, ich habe nichts gesagt. Alavi. Boah, die hatten überhaupt nicht so eine Stimme. Körpergewicht. So, nein. Alter, hat ein bisschen kürfnisch, aber also für, also die ist 49 und dafür sieht es schon gut aus. Ich würde sagen, so ungefähr. Oh. Früher war es immer Bodybuilder, also meine Mutter hat schon ein bisschen Muskeln, muss ich sagen.
Muskeldefinition. Hä? Ich sehe keine Veränderung. Ach doch, da am Hals. Wow. Ja, mal so. Und das ist dann... Was ist das hier? Was ist das? Da, ach, Brustgröße. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man das anpassen kann. So. Hautfarbe. Meine Mutter ist... ein bisschen... So würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja, so, dann gehen wir doch gleich mal weiter zum Haar. Meine Mutter hat ein schön langes, blondes, volles, lockiges Haar. Ohne Kappe, what the fuck? Lang, blond und lockig. Gefällt mir gerade. Wie sieht denn das aus? Oh Gott, nein! Das hier, nee, das wird eher zu meiner Schwester passen. Obwohl, na doch. Ich glaube, das mache ich dann eher zu meiner Schwester. Obwohl, ich müsste jetzt gerade ein Bild von denen sehen. Ich kann ja kurz runterrennen. Nein, das passt zu meiner Mutter. Ja, ja, doch. Blondheitsfaktor passt so auch. Ja, das passt so. Farbe ändern. Was ist hier noch? Augenbrauen. Ja, ist so detailreich will ich jetzt nicht gehen. Die machen wir blond und fertig damit. So. Dann das Aussehen. Oh, man kann da einfach viel zu viel anpassen. Das ist einfach viel zu viel. Weißt du, allein die Körper, weißt du, die Kopfform. Wenn ich mit meiner Mutter beim Essen bin, achte ich nicht auf ihre Kopfform. Na, wieso was? Ich meine, okay, das Gesicht von meiner Mutter, mal so, das Gesicht. Boah, Alter, wird es gerade laut. Das darf ich nachher wunderschön im Mixer anpassen. Das freue ich mich jetzt schon. Profil. Da verändert sich nur der Schatten und Haar ein bisschen. Aber du siehst meiner Mutter schon ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Machen wir mal so. So, Augen. Die hat wundervolle Augen. Riesige Augen. Nein, nein. Meine Mutter hat Augenhöhe. Augen drehen. Ja, genau so. Nein, nein. Ganz normal mittig. Ja. So, Augen. Augenhöhlenhöhe. Die hat ein bisschen Falten da natürlich dran. Ist ja klar. Augenfülle, was ändert sich da? Ach, da. Mal so würde ich. Obwohl, da kommen sie ja fast außerirdischen Augen. Nicht wirklich. Meine Mutter ist vom Planeten Erde. Warte mal. Muss ich mal. Toll. Kannst sogar einen außerirdischen erstellen. Die Nase. Ist ein bisschen schmaler auf jeden Fall. Warte mal, ich habe die gleiche Nase wie meine Mutter. Ich brauche einen Spiegel. Spiegel! So, meine Nase ein bisschen breiter noch. Ja, ja doch. So, der Mund. Der Mund ist ein bisschen so breit ist der nicht. Oh, what the fuck? Ja, so klein. Die Höhe des Mundes. Ein bisschen weiter unterhalb der Nase. Was man sich da mal als klar hat, wenn man so einen Charakter stellt, wie man da irgendwie sieht man alle Menschen dann ganz anders. Die Tiefe, ne, wie gesagt, ein bisschen faltig. Die Mundform. Oh, da lacht sie. Ja, schon ein kleines Lächeln möchte ich reinbringen. Da alles machen kannst. Ja, da würde ich sagen, mal ganz normal. Der Mundwinkel. Oh, ich bin traurig. Aber so. Oh ja, es sieht. Ja, noch, wenn man das kriegt man schon noch hin. Dann muss er. Obwohl, da hat die hier so ein komisches Ding gehabt. Und jetzt kann ich nicht mehr weg. Hier ist sie weg. So. Die äußerlichen Details. Ach so viel Falten hat sie auch nicht. Also das muss jetzt nicht sein. Nee. Schönheitsflecken. Sommersprossen hat sie auch nicht. Gott bewahre meine Mutter mit Sommersprossen. Das will ich gar nicht sehen. Make-up. Meine Mutter ist, hat sich, Max Komplett, meine Mutter hat sich, Muss gerade mal überlegen, meine Mutter hat genau gerade so Lidschatten hat sie, weil die hat sich das mal eintätowieren lassen, weil sie sich zu faul ist zu schminken. Hört sich jetzt krass an, ist aber so. Ja doch, so hat sie sich ein bisschen. Ja, so hat sie es ungefähr.
So, dann Eyeliner. Eyeliner ist das. Nee, halt, die hat Eyeliner. Oder? Eyeliner. Ja, doch, Eyeliner, sorry. Hier nix mit Lidschatten. Eyeliner hat sie, oder? Was ist der Unterschied zwischen Eyeliner und Lidschatten? Erkläre das einem Mann. Oder ist doch Lidschatten? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht runterrennen und meine Mutter fragen: Mama, hast du dir Eyeliner oder Lidschatten eintätowieren lassen? Ja, lassen wir es so. Ruge? Hat sie nicht. Lippenstift hat sie. Genau, die hat dreifarbigen Lippenstift. Also ein bisschen rötlich, eigentlich fast so. Eigentlich ein bisschen dunkler. So würde ich sagen, ja doch. Tätowierungen. Warte. Warte, die hat einen am. Die hat auf jeden Fall einen am Fuß, unten am Knöchel. Hat sie so eine Schlange. Nimm mal das hier. Dann hat sie noch einen am Arm. Auch so eine Schlange. Da könnte das passen. Ich sehe es nicht. Ah, da unten. Ja, ein bisschen länger. Aber das ist jetzt nicht da genau die gleichen. Oder war der rechts oder links? Jetzt ist die Frage. War das Tattoo von meiner Mutter rechts oder links? Nehmen wir es einfach mal rechts. Okay, gut. So, dann machen wir hier keins. Ich glaube, das waren die einzigsten. Ja. Gehen wir weiter zur Kleidung. So. Alltagskleidung, meine Mutter, will dieses. Hat das jetzt wieder. Nee, das ist schon. Doch, hat. Schon ehrlich, meine Mutter, so muss ich sagen. So. Alltagskleidung, ich habe doch keine Sim-Points. So. Das ist jetzt gerade so Tops, topmäßig. Und meine Mutter trägt eigentlich. Zu Tops trägt sie eigentlich nie. Eher sowas, so ein bisschen was Längeres. Ja, das sieht gut aus, perfekt. Und schwarz trägt sie auch immer. Das passt so schon mal. So, Bekleidung unten. Meine Mutter trägt eigentlich meistens eine Standard-Jeanshose. Also da ist wirklich sowas Großes machen hat sie nicht. Da. Hin und wieder schon mal was anderes, aber meistens eine Jeanshose steht ja auch wirklich gut. Also eine zerrissene eher nicht, ist mir ein bisschen zu jung. Aber so ein bisschen dunkler. Ja, der Gürtel vielleicht noch? Kann man was das so... Bäh. Der Gürtel, bäh, 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 Gürtel, bäh, bäh, die hat keinen Gürtel, bäh, bäh, bäh. Obwohl, der Gürtel ist, glaube ich, dabei, ne? Geh mal, wie komme ich jetzt wieder zurück, verdammt. Okay. Ja, okay. Dann brauchen wir eine andere ohne Gürtel, weil die trägt keinen Gürtel. Meine Mutter hat so eine gute Figur, die braucht keinen Gürtel, ha. Na, das sieht mir ein bisschen schon fast wieder zu alt. Nein, oh mein Gott, nein, hat sie auch nicht. Ja, wie gesagt, das ist mir das ein bisschen zu trendy-mäßig. Hat das einen Gürtel? Zeig mir das mal. Halt da in schwarz. Ja, oder... Ja, kann man lassen, ganz klar. So, Outfits. Wenn meine Mutter mal ausgeht, ist die richtig schick gekleidet. Obwohl, das habe ich wieder geändert, ne? Ich habe es wieder geändert. Egal. Ich wollte eigentlich gerade gar kein Outfit nehmen. Ich wollte hier unten bei... dem bleiben. Und da wollte ich bei einem schwarzen Top bleiben. Wo waren das? Oder bei einem bisschen längeren Top. Ich schäme mich zu wissen, was ein Top ist. Aber ich weiß es einfach. Ja, doch. Das ist gut, meine. Eigentlich trägt sie teilweise noch ein bisschen was drüber. Gibt es da auch sowas, wo man. Wo sowas, so Pullover trägt sie auch manchmal. Aber ich finde sie wirklich mit Top sieht sie schön aus. Wir nehmen den Top, ganz klar. Da ist der Top. So, finde ich sehr wirklich schön, muss ich sagen. So, Schuhe. Da ich meiner Mutter schon selbst mehrmals Schuhe zum Muttertag und zum Geburtstag geschenkt habe, weiß ich, was sie mag. Aber die trägt eigentlich immer eher hoch. Kann ich die Hose nicht ein bisschen kürzer machen? Bestimmt, oder? Die kriegt man bestimmt noch kürzer. So. Die Hose hier würde ich gerne mal bearbeiten. Hier kann ich die. Ah, okay. Lass mich hier in Ruhe. Später. Geh doch einfach weg. Kann ich hier die Hosenbeinlänge kürzen? Oder geht es nicht? Ja, doch, schwarz passt schon. Ich will nicht die Farbe ändern.
Obwohl. Aber kann man da nicht irgendwie, was ist das hier? Farbcodes? Farbpalette? Nee, geht nur die Farbe. Okay, dann brech das mal ab. Nein, nicht so weit abbrechen. Bist du denn verrückt? Rückgängig. Ja, so. Nee, halt sowas nicht. Wie war's denn vorher? So. Ja, klar. Ja, gut, dann müssen wir die halt ein bisschen länger lassen. Volodyblach, wenn es mir jetzt nicht so gefällt. So Schuhe. Immer so gut wie immer hochhackig. So was trägt sie gern. Ist das ist hochhackig? Kann das nicht sehen. Wegen lange Hose. Ich brauche eine andere Hose, die ist viel zu lang. Oh mein Gott, wer trägt denn sowas? Hat die schon fast besser? Oder hat die hatten wir doch gerade. Warum kann ich die Hosenbeine nicht kürzen? Das nervt mich ein bisschen. Was ist das? Inhalte finden. Ja, dann. Na, ganz ehrlich, lass mal dazu. So. Schuhmäßig. Oh, die sind schön, du. So offene magst du immer. Die trägst du vor allem gerne im Sommer. Was sollen denn die Socken da unten? Tu die doch mal ausziehen, ey. Was es teilweise für Schuhe gibt? Okay, ich muss gerade überlegen, sind wir schwarz oder braun? Nee, meine Mutter ist schon so eher der schwarze Typ, sondern eine schwarze Seele. Nein. Ja, die passen schon. Ich brauche eine andere. Ich komme mit der Hose nicht gleich. Ich muss die Hose. Ich muss. Sonst nehme ich halt ein bisschen. Ja, aber Röcke trägt sie ja auch nie. Das ist das Problem. Das passt nicht zu ihr. Sonst hätte ich schon einen Rot. Kurze Hose ist zu kurz. Lange Hose ist zu lang. Ist in Ordnung. Oder das? Ja. Jetzt gibt mir hier noch eine schwarze Hose. Dann passt man das halt selbst an. Das ist mir auch egal. Das passt. So, wie kriege ich die Socken weg? Ah, das ist ja schrecklich. Schuhe mit Socken. Wer hat denn dir sowas gesagt, Mutti? Also, gehen die dann weg? Ich will die Socken nicht haben. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, da. Socken? Nein, keine Socken. Nein. Keine Socken. Was ist das? Wir müssen die editierte Inhalte anzeigen. Ich hätte gerne gar keine Socken, versteht ihr? Meine Mutter trägt keine Socken und ihren Stöckel schon nie. Was ist das eigentlich? Store-Modus. Ach so. Ja, ich wollte nicht wirklich was kaufen. Egal. Ja gut, dann müssen wir die Socken wohl übel lassen. Das hilft ja nichts, ne? Ja gut. So, Alltagskleidung. Meine Mutter trägt eine. Wie hießen jetzt nochmal die Schauspielerin? Oh, wie sie mich anlächelt. Hallo! Was trägt die für eine Brille? Oh Gott. So, eine Nana Muscuri nennen sie sie immer. Genauso. Na, ich ja doch meine Schwester, aber die passen nicht wohl, die so eine dickere. Jo, doch. Und dann noch ein paar. Dann lese ich ja immer nur die Farbe, ne? Jetzt so ein bisschen dunkler noch. Bisschen. Ne, die Brille gefällt mir nicht, sollen wir eine andere nehmen. Nein. Nein, keine Sonnenbrille. Was gibt's denn? Ach, das sind Ohrringe und so, ne? Ist das hier keine Socken? Nee, das sind lange Socken. Sieht irgendwie bei mir teilweise aus wie keine Socken. Kann man die Socken echt nicht wegmachen? Keine Ahnung. Naja. Nehmen wir lieber wieder die kurzen schwarzen. Das passt. Dann nehmen wir ja, müssen wir die nehmen. Das passt eigentlich schon. Was ist mit dem Haar passiert? Also wenn ich draufklicke, dann ist es ausgewählt. Doch, das passt gut, ja. Ja. So. Ohrringe. Jetzt darf ich auch noch. Was ist das hier? Piercings? Ne. Ohrringe, Ketten, Halsbänder, Handschuhe. Was ist das hier?
keine Ahnung. Egal, so die Abendkleidung. Das heißt, wenn man mal ausgeht und schick essen geht. So, so. Nee, nicht wirklich so. Nein. Da hat sie eigentlich immer so ein Komplett-Outfit. Können wir da, glaube ich, gerade sogar nehmen. Meine Mutter, wie gesagt, trägt viel schwarz. Deswegen würde sowas sogar ganz gut passen. Oh, das ist schon fast ein bisschen zu. Ich muss auch nochmal die Muskeln ein bisschen runter machen. Die sind ein bisschen übertrieben geraten. Eigentlich trägt immer eher so bunte Kleider, so Blumenmuster und sowas. Sowas Einfarbiges eher wenig. Na gut, sowas habe ich mir aber auch nicht drunter vorgestellt, weil das ist ja wirklich... Oh, das trägt meine 60-jährige Tante. Nein, die werden wir nicht erstellen. Nur mal die, würde ich sagen. Die sind alle vom Erweiterungspack. Oh, dann nehmen wir die. So. Schlafanzüge. Nackt? Gibt's das? Chabadu. Ja. Auf jeden Fall. Meine Mutter hat Schäfchen auf dem Schlafanzug. Auf jeden Fall. Warum wird nicht die Musik so laut? Wenn ich es irgendwo bei sich erschrecklich, ey. Kann ich das hier drin umstellen? Oh Gott, ey. Hallo, ich habe die Musik gerade leiser gemacht. Okay, die geht nicht leise. Ganz toll. Da freue ich mich nach und aufs Rennen, glaube ich, nach jedem Musikstück neu. Die Sounds anpassen, glaube ich, gleich. Abends, das trinken meine Mutter abends. Ich weiß nicht, ob wir so ein BH machen. Obwohl, BHs tragen sie nachts. Aber so ein Abendkleid trägt sie auch nicht. So, das ist bei dir keine Socken. Bei dir hat die Socken auch irgendwie eine Name. Guck mal, die Socken bei alle Socken. Nimm mal halt sowas. Ja, ein Standard-Unterwäsche, würde ich sagen. Jo. Wenn sie mal Sport macht, meine Mutter, dann aber richtig, kann ich euch sagen. Dann macht sie sowas Sport. Wie kann man mit sowas Sport treiben? Sowas hier. Ja, die schlappige Jogginghose. Sowas hier. Was ist denn das? Gott. Bewahre mich. Brille wird Gott machen. Badekleidung. Dann nehmen wir ein Outfit. Nein. Nicht wirklich so. Ja, so ein grüner ist es, glaube ich, oder was? Die hat sich auf jeden Fall so einen gekauft. Einfach Standard wieder schwarz. Meine Mutter ist ein schwarzer Mensch. So. Das mache ich gerade hier nochmal ganz kurz. Das hier ein bisschen runter. Das ist ein bisschen extrem geraten. Ah, das ist ja die Brustgröße. Oh ja. Nein. Also, so besser, gut. So kriege ich denn jetzt hier noch irgendwie die Socken weg. Ja, mhm. Oder waren die, oder sind die bei der Hose dabei? Ich weiß es nicht. Warum kommt jetzt... Wenn einer von euch weiß, wie ich die Socken wegkriege, darf ich mir das gerne mal schreiben. So, lass mich in Ruhe. Merkmale. Meine Mutter ist... Ja, meine Mutter ist Anglerin, auf jeden Fall. Böse, Chaotin, charismatisch. Charismatisch sind es knüpfen, gerne Kontakte und Lebenspartys zu veranstalten. Sie ist sehr familienbewusst, oh ja. Ja, du sollst es hinzufügen, also... Achso, Doppelklick, okay. Auf
Du, das macht sie am Essenstisch wirklich, macht man. Dann sagt sie zu mir immer, ich ist. Das ist auf jeden Fall freundliches. Geistesabwesend, ja. Psst. Geschickt, Glückspilz, grüner Daumen. Gut. Gute Küsserin, keine Ahnung. Hitzkopf, hoffnungslos romantisch. Yeah, zornig. Im Widerspruch zu freundlich. Kann Kunst nicht ausstehen, keinen Sinn für Humor, kindisch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist sie kindisch, auf jeden Fall kokett. Kokett ist eine ständige Versuche nach einem romantischen Abenteuer, um leicht zu beeindrucken, leichter Schlaf. Ja, hat sie. Wenn mein Vater schnarcht, die wacht immer auf. Loser, mag keine Kinder. Mürrisch, neurotisch, ordentlich ist sie sehr. Lisa, ich nochmal ein. Oder? Ordentlich, leichter Schlaf, kindisch, freundlich, familienbewusst, ja. Ja, kann man machen. So, was ist denn Ihr Lebenswunsch? Internationale Spitzensportlerin, Alleskönnerin, Nachrichtensprecherin, Vorsitzende der freien Welt, Familien, Freundin. C5 Babys zu Teen, wir sind nur zu zweit hier, what the fuck, so, Favoriten. Ihr Lieblingsessen, oh mein Gott, was ist meine Mutter, ihr Lieblingsessen? War das sogar Lasagne? Ich glaube Lasagne. Ich glaube Lasagne. Ich nehme jetzt einfach mal Lasagne. Gibt's das hier? Sushi, Spaghetti, vegetarisch. Tofu, frittierte Käse, Tofu-Steak. Nimm mal einfach. Nimm mal einfach ein Käse-Stick. Nein, was ist das selbe? Meine Mutter isst alles gern. Wirklich alles. Frittiertes Sandwich, Limettenkuchen, Kekse! Das kommt bei mir wahrscheinlich. Top Surprise. Wir nehmen jetzt einfach hier so das frittierte Sandwich. So. Lieblingsmusik. Meine Mutter hört eigentlich gern Klassik, Kinder, Hip-Hop, benutzerdefinierte Musik. Lol. Indie, Latin, Pop, Elektro. Schon so popmäßig, würde ich sagen. Ihre Lieblingsfarbe ist schwarz, so Stimme. Nagibus kaniye. Chikrali chilaki diwa rabina. Wibsi bonokatu. Wazogi denja niskubu narzi benuktol. Wazogi denja niskubuvi. Miskapoof. Narzi benuktol. Chanbovi puzzle. Chikrali unlat. Ripsa nupi. Nagibus kaniye. Nehmen wir mal das Sternzeichen, Krebs, richtig, lol. War's das dann? Ja, das war sie. Oh, dann machen wir noch mal einen. Zimmer stellen, das kann eine Weiterung. Oder kriege ich überhaupt Haustiere hin, wenn ich kein Haustier-Erweiterungsset habe? Ich glaube nicht, oder? Naja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Bestimmt viel zu lange. Oh, Snar, das geht schon fast 40 Minuten. Egal, auf jeden Fall so. Wir nehmen männlich. Männlich. Ayaka. Mein Vater heißt Fred. So. Er ist auf jeden Fall ein Sinn. Nein. Susu. Das ist mein Vater, auf jeden Fall. Nein. Brunardar. Also ein bisschen hellhäutiger. Ist total fett? Nein. Ist sehr schlank. Aber wirklich sehr schlank für sein Alter. Der hat auch einen Job, wo er ziemlich ran muss. Muskeln hat er, aber er hat ein Sixpack halt. Sixpack, habe ich gesagt. So. Jo. Haare, der hat immer so hochgestylte, kurze, blonde Haare. Gibt's die hier? Ah, das habe ich jetzt damit nicht gemeint. Nein, nicht wirklich. Sonst hätte ich gesagt, die hier. Ah, nee, das ist ein ganzes Haar, ist immer hochgestylt. Also nicht nur ein Teil wie hier jetzt zum Beispiel. Das ist das. Passt zu mir, so verstrubbelt wie das ist. Was ist das? Die passen alle nicht wirklich. Das ist ja nicht noch mehr. Wenn ich hier die Haare hinten nicht lang bin, wäre das perfekt fast sogar.
Müssen wir wohl, obwohl, oh, das sieht ja eklig aus. Ich finde keine, warte mal, wir machen nicht mal das hier, dann kann ich mich besser orientieren. Ich finde keine Haare für meinen Vater, die passen alle nicht. Nein, die passen da. Meine Frage, was hat der eigentlich gerade für einen kranken Gesichtsausdruck? Der Teufel. Nee, anstaff. Sonst würde ich die nehmen. Weil die sind so weiblich, finde ich. Das. Das. Okay, gut. Nee. Keine Ahnung. Ich kann ihm auch eine Glatze machen. Das wäre auch lustig. Nein. Nimm mal einfach die und fertig. Mir passt uns nichts anderes dazu. So. Das lasse ich, wie gesagt, einfach so und fällt dann nicht viel drauf, weil das ist mir ein bisschen zu. Immer so einen leichten, so einen ganz, ganz leichten Bart. So ganz, ganz sowas. Ja. Genau, auch blond. Oder sieht er ein bisschen gruselig aus, wenn ich das blond mache? Ja, genau, so ein Sipsziegenbärtchen. Ja, okay, übertreib's halt mit der Länge, ey. So, Koteletten hat er halt nicht. Die Koteletten habe ich, aber er nicht. Wenn wir so nehmen. Ich, ach, seine Gesichtsform, also die muss ich jetzt echt dringend anpassen. So. Sashto! Jetzt kann ich gerade, gut, dass du dich jetzt gerade mal ausziehst, jetzt können wir gerade mal deine Muskeln einstellen. Mordun, Sir. Jetzt steht der sich wieder an, ich glaube, es hackt. Hat mein Vater auf jeden Fall solche Haare? Nein. Der hat irgendwie eher so, gar nicht so eine Hühnerbrust ist der. An Haarwurzelfarbe anpassen. Toll. Das Aussehen. So, so. Ja. Sein Gesichtsprofil. Und Kopf. Boy. So ganz schmal. Ne, er hat echt einen ziemlich schmalen Kopf. Vielleicht so würde ich sagen. Die Augen lenken mich gerade einfach so unglaublich ab. Mir ist sein Gesicht so, schon auch ziemlich lang. Der hat auch ein paar Falten schon. So die Augen. Was hat der? Blaue Augen. Oh ja, in diesen blauen Augen kann man sich doch verlieben, oder? Ja. Gut. Augengröße, Augenhöhe, Augendrehen. Die Augen sind ein bisschen kleiner. Die Augenhöhe ist ein bisschen näher an den Augenbrauen. Die Augendrehen braucht er jetzt nicht unbedingt. Hochbau ist denn da wieder nicht Handy auf lautlos gestellt. Augenabstand, die sind ein bisschen so, würde ich sagen. Die Augenhöhlenhöhe. Augenhöhlenhöhe. Der Name. Augenhöhlenhöhe. Augenhöhlenhöhe. Augen. Okay. So, so. Außer ich lasse mal aus. Ich mache nur jetzt mein Handy auf lautlos. Nicht, dass man mich noch 20 Milliarden und viermal anschreibt. Was war es überhaupt? Meine Klassengruppe. War das, was wichtig ist? Okay. Die Nase. Oh Gott, was hat mein Vater für eine Nase? Ich würde sagen, der hat so eine Nase. Ja, das ist einfach. Wenn du so eine Nase hast, dann kannst du dich halt nicht gleich erhängen gehen. Okay, deutliche. Boah, ich muss erstmal wieder auf ein normales Niveau bringen. Ey, das ist ja schlimm. Riesige Nase. Nein, so würde ich sagen. So. Den Mund von dem Papa. Der ist ein bisschen größeren Mund.
so, würde ich sagen, die Motive. So einfach. So. Altersdetails, der mein Vater hat Sommersprossen. Oder hat der Sommersprossen? Nein. Nee, der ein paar Schönheitsflecken hat er schon, würde ich sagen. Ich finde es gar wieder einfach nur zwei Schönheitsflecken hinmachen. Die Altersdetails finde ich hier schon ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja, Make-up trägt mein Vater sehr viel. Ganz viel von dem hier. Nein, natürlich nicht. Und Tattoos, hat mein Vater ein Tattoo? Nee, hat er nicht. Du hast keine Tattoos. Bleibt er hier jetzt eigentlich? Yipso. Ah ja. Und Tattoos hat er nicht, nee. Tattoos hat er nicht. Yipso. Oh, Kleidung, boah. Ey, das ist teilweise schon ein bisschen schwer. Mein Vater hat eigentlich ziemlich oft seine Arbeitskleidung an, weil er auch sehr oft, also eigentlich immer nur so ein T-Shirt mit solchen Sachen meistens drauf. Es ist nicht so jünglich. Aber schon meistens solche T-Shirts. Also er ist wirklich sehr jung für sein Alter. Sieht sich auch jung an. Man kann halt auch tragen. Ja, das trägt mein Vater jeden Tag. Ja, das ist sein Standard-T-Shirt. Nee. Nehmen wir einfach so ein T-Shirt, ne? Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, wenn ich ehrlich bin, diese Nacht so. Also ein Motorrad drauf, das passt zu mir, ja, das passt. Ja, das sieht irgendwie viel zu jung aus, aber egal. So, kann man hier sogar... Was sind das für Hosen? Ist der vom Motorrad gefallen oder was? Nicht jetzt so, dass er Motorrad fahren würde, aber... Gibt es hier so eine Jogging-Arbeitshose? What? Ich finde die Hosenauswahl bei Sims 3 ist schrecklich. Wir brauchen einen Patch, obwohl ich habe vorher zwei mehr. Nein. Obwohl die sind noch Baggy Pants, das da, oder? Sind mir unten ein bisschen lang. Was ist das? Ich geht aber nicht mal drauf gekostet. Die gefallen mir eigentlich ganz gut so. Und ein bisschen hier so ein Riss, das passt so. Da auch ein paar Hosen von, so ähnlich wie ich. So. Nein, nicht wegmachen, halt Schuhe. Oh, Schuhe, mein Vater klassische Springerstiefel, Arbeitsschuhe. Hast schon größere Stiefel, sowas. Sowas, so länger. Wollte aber eigentlich auch so eher so sportliche Schuhe aus. Wir könnten eigentlich gut solche nehmen. So schwarz ist ja. Wo die sehen gut aus, ja doch die. Ah, das sieht aus wie. Wo durch den Bart, der wirkt. Nee, ich weiß nicht, ob ich die alles vielleicht anmachen soll, dann wirkt er mir wieder zu alt. Mein Vater kleidet sich halt jung, der ist halt einfach so. Das sieht auch jung aus. Wenn ihr ihn sehen wollt, ihr würdet ihn nie für 44 halten. Wette ich mit euch. Accessoires, der hat keine Brille und gar nichts. So. Abendkleidung. Ein Hemd trägt der, wenn er ausgeht. Gibt es nur solche hässlichen Hemden? Dann würde ich so eins nehmen. Passt zumindest noch ein bisschen. Ja, doch. Noch eine Abendhose. Uff. Wie sieht die aus? Viel zu ordentlich. Warum sind da eigentlich immer so Striche drin? Was haben die mit Strichen? Haben die einen Strichfetisch oder was los? Jetzt nehmen wir halt die gleiche wie tagsüber, nur halt in Dunkel. Nehmen wir die. Da könnte man die Schuhe ranzoomen, wenn ich sie schon bearbeite. Die stehen dem eigentlich ganz schick. Gibt's die auch in schwarz? Bobby, wo war ich jetzt da? Die in schwarz passt. So. Medio. Mein Vater trägt oben nicht. Der trägt nur eine Hose. Eine Unterhose. Obwohl die Muskeln passen so. Obwohl, mal so. Nein. So würde ich sagen, ist schon noch ein bisschen, ja doch schon ziemlich muskulös, muss man sagen. Ja, das passt so. So, wir waren hier gerade bei der Abendkleidung. Achso, das ist bei erstmal. Achso, das ist mit Zeug. Okay, nein. Und unten hat er immer so, ja genau, sowas. Nein, sowas trägt er nicht. Nimm mal eine Boxershort. Was?
Was ist der Oktopus an der Bock? Oh mein fucking Gott, Hilfe. Oh ja, schön das Glied betont. Das ist jetzt nicht wirklich. Okay, wir nehmen das betonte, die betonte Gliedunterhose. Das ist schön, so. Sport, also Sport treiben geht mein Vater nicht, weil er schon in der Arbeit ziemlich viel Sport treibt, aber wenn, würde ich sagen. Ein weißes Tanktop, würde ich sagen. Und hosenmäßig. Und Jogginghose. Schuhmäßig. Nicht zu sportlich, aber auch nicht zu wenig. Genau. Baden. Sashto. Ja, oben ohne, na klar. Oh, der hat sogar so eine ähnliche Badehose. Die passt sogar schon ganz gut. Wischen die? Gibt es die noch in anderen Farben? Wischen die? Hier ist die gelbe. Die gelbe passt gut zu ihm. Ja, die können wir nehmen. So, dann die Persönlichkeit. Oh mein Gott, mein Vater. Mein Vater ist auf jeden Fall athletisch. Nee. Begabter Koch, alles andere. Bücherwurm und Chaot. Er ist ein unverbesserlicher Chaot, mein Vater. Ja, genau so. Den Computerfreak, ein Draufgänger, ehrgeizig, Einzelgänger, familienbewusst ist er auch, na klar. Ich meine, in der Familie muss man. Freundlich ist er. Genügsam, geschickt, Glückspilz. Glück hat er wirklich ziemlich oft. Muss man sagen. Guter Küster, fragt meine Mutter. Kann Kunst nicht ausstehen, keinen Sinn für Humor. Kindisch. Oh ja, meine beiden Eltern sind sowas von kindisch. Ey, ich weiß euch, genau das hätte gerade von meinem Vater kommen können. So, Nachrichtensprecher, Alleskönner, weltweit anerkannter Chirurg, Vorsitzender. Mein Vater möchte Vorsitzender der freien Welt werden. Genau, mein Vater wird Politiker. Lieblingsessen. Ich habe jetzt hier ein Problem. Mein Vater isst alles, deswegen Burger, so. Musik, wenn aber, gibt's hier Country? Mein Vater hört gern Country. Ne, Benutzer definiert. Seine Lieblingsfarbe ist gelb. So. Miapso, Simchi. Chabo. Zandel Matzo, Tor. Miapso. Letagirna, Vita C. Pablo Herbie. Zandel Matzo. Die passt. Tor. Mein Vater ist nächstes Skorpion, bin ich Ash Waage. So. Dann haben wir meinen Vater. So, jetzt machen wir noch kurz meine Schwester und Genetikexperiment. Nein, 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 nein. So, jetzt machen wir erstmal mich. So. Ich bin jetzt ja erstmal ein Baby, also ich fange mich im Babyalter an und zwar hier Kleinkind. Kann man nicht auch als Baby anfangen? Oh, guck mal, bin ich nicht. Oh, ich bin putschig, flauschig. Ja, ich bin Negerkind. Jetzt darf ich mich, ich glaube, sich selbstverständlich am schwersten. Glaube ich wirklich, sich selbstverständlich am allerschwersten. So, ich hatte schon immer so ein bisschen längere Haare. Ich würde schon sagen, dass ich schon so ein bisschen längere Haare hatte. So dunkelbraun, ja, dat oder so, würde ich sagen, ne? So. Obwohl, das ist schon wieder zu krass. Ja, Hut, ne? Werde ich mir auf jeden Fall später zulegen. So, Augenbrauen, machen wir einfach die Farbe und fertig, so. Ach ja, Kleinkinder gehen immer so schön kurz, so. Okay, jetzt darf ich mein Gesicht einstellen. Als ob ich noch weiß, wie ich als Baby aussah. Das ist lang her, Leute, sehr lange. Oh Gott, die erste Folge wird so unglaublich lange gehen. Ich freue mich jetzt schon aufs Rendern. Ja, ein bisschen dickeren Kopf, muss ich sagen. Ja, so. Augen. Ich habe glühende Augen. Zwar solche. Immer so, ich bin voll der Emo. Nimm einfach die Augen. Ich finde, da schenkt sich nicht viel, welche du nimmst. So großartig. Kann ich nicht näher ranzoomen? Nein. Wenn ich den Spiel wird. So ist am besten. So guckt er mich fast direkt an. Ich finde das T-Shirt süß, egal. Augen drehen muss jetzt nicht sein. Ich hatte eigentlich, waren die so näher beieinander bei mir früher. Die Augenhöhlen. Aber mittlerweile habe ich ja schon ein bisschen Falten in den Augen, weil ich einfach gern bin und die ganze Nacht auf bin, aber. So. Meine Nase. Kann er mir hier nicht einfach die von meiner Mutter kopieren? Das wäre eigentlich perfekt. Also, ein bisschen dünner sind unsere Nasen. Von den Schnubers. Ein bisschen höher. Die Länge machen wir mal
So. Schon ziemlich dünn. Ist nicht wirklich ganz meine Nase, die ist, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen schmal und ein bisschen kürzer. Ja. Mund. So. 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 Das ist mein Mund. Nein. Was ist denn das? Egal. So klein war der immer. Ich habe einen ganz winzigen Mund. Der war tiefer. Weiß nicht, so krass. So, würde ich sagen. Ich glaube, ich mal so leicht, so hier so viele Sims anzupassen. Und das passt so leichtes Lächeln, das ist schön. Hatte ich alles nicht. Make-up als. Nein, nicht wirklich so. Toxkleidung. Ja, KLP. Nein, was hatte ich denn so an? Ich war immer nackt. Ich war voll der. Ich wurde zum. Dinosaurier. Ja. Oder. Oh, wir nehmen ganz klar Harvey. Also. Das ist ja selbstverständlich, dass wir Harvey nehmen. Was für Hosen hatte ich denn an? Eine kurze blaue. Oh doch. Schuhe. Oh, ich war eigentlich fast immer barfuß, wenn ich ehrlich bin. Ich war immer barfuß, auch heute noch. Was ist das? Das sind das Muttermale, oder? Kann das? Irgendwas am Hals, egal. Abendkleidung. Lama! Süß. Oder hatte, was ist das? Ja, genau das wollte ich euch gerade sagen, kleiner Patrick. Nimm mal eine schöne blaue Unterhose. Ja, so. Schuhe abends, nein. Nicht wirklich so. Ja. Halt abends. Es ist, wenn dann, also spät abends, oder dann nehme ich mal das hier. Ich muss einfach zwangsläufig an Manuel da denken. Wenn ich das sehe, kommt in meinem Kopf sofort. German Let's Play. Sofort, instant. Abends. Ich finde das ja nicht ganz drollig. Nimm mal so die Jeans. Schuhe. Das sind nur Socken, ne? Ja. Ein bisschen heller wäre ich für Accessoires, nicht wirklich. Schlafanzüge wollte ich den. Wollte ich da nicht. Da wollte, was wollte ich denn als Schlafanzug nehmen? Was gibt's denn hier so? Regenbogen? Keine Ahnung. Und nehmen wir das Lama. Ich finde irgendwie, das passt als Schlafanzug, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es ja nicht arg viel, ne? Nimm mal die hier, Schuhe, nimm mal keine. Accessoires haben wir auch keine. Sind wir schon hier bei der Persönlichkeit. So, zwei Merkmale. Was war ich denn als Kind? Ich war auf je. Was war ich denn alles? War ich in Schlafmütze? Neurotisch, mürrisch. Was heißt denn neurotische Sims-Resten bei der kleinsten Probe? Okay. Nein, gibt es hier irgendwie Heulsuse? Der hat dauernd geweint und geschrien. Böse Sims leben die Dunkelheit, freuen sich am Unglück anderer und Gut und Gutherzigkeit ist ihnen ein Fremdwort. Ja, also an dieser Aktion gerade merkt man eigentlich, dass das Dings, dass das Merkmal böse ist. Einzige, weil ich nie freundlich bin, ich bin eigentlich von geistesabwesend. Der Blick gerade. Hä? Was? Leichter Schlaf, liebt die Natur, mürrisch, Schlafmütze, tapfer. Manche Sims legen ein eigenartiges Wein an den Tag. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und kleiden sich voll unkonventionell.
Ich finde es ungünstig, wenn man. Nimm mal das, passt schon so. Mein Lieblingsessen. Das essen ich gern. Ach, Steaks. Ich hätte gerne Pop und mein Lieblingsfarbe ist dunkelblau. Und ich bin Skorpion vom Sternzeichen. So. So, das letzte Kind. Dann sind wir endlich fertig. Oh mein Gott, wie sah Leni als Kind aus? Leni ist ja später zu uns gekommen. Ich mache jetzt einfach... Sie ist weiblich. Eigentlich wird sie ja immer gerne... Also eigentlich heißt sie ja Magdalena, aber da will sie immer Leni nennen. Schreibe ich hier auch mal Leni. Das ist Leni. Genau so sieht sie aus. Nein, können wir jetzt zufällig machen? Nein. Wenn man jetzt die Haare noch kurz macht, dann könnte es sogar fast schon passen. Die fände ich schon, aber ich habe keine Sims Points. War Leni schon immer blond? Ich denke mal. Gibt es die Haare nicht ein bisschen kürzer? Obwohl, ich finde die schön. Die passen, die sehen auch schon meine Mutter. Das passt. Augenbrauen nehmen wir noch jetzt die Farbe hier. So. Lenis Gesicht ist hässlich. Nein. Also breit ist ihr Kopf nicht. Eher so. Der ist ziemlich schmal, ihr Kopf auf. Die Höhe ist so. Das Gesichtsprofil. Ja. Augen hat sie... Was hat Leni für Augen? Was hatten die für eine Augenfarbe? Warum weiß ich das nicht? Ich muss kurz ein Bild auf meinem Handy suchen. Tut mir leid, dass ich nicht weiß, wie meine Schwester aussieht. Ich sollte mich schämen. Okay, Galerie. Hoffentlich habe ich da noch eins drauf. Oh, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, die sind schon alle auf dem PC. Guck ich auf dem PC kurz nach, da finde ich sie auch schneller. Ich meine, die Aufnahme. Habt ihr das gerade gesehen? Das war das. Jetzt habe ich meine Aufnahme. Ja, ich freue mich jetzt schon aufs Rendern. Naja. Bin ja selbst schuld. Nee, so ist nicht. Ich soll vielleicht erstmal die Farbe machen. Ja, doch, schon grün würde ich sagen. Ja, doch, doch, klar war das grün. Ich ein bisschen ruhig bin, sorry, da konzentriere ich mich, weil ich weiß nicht, wie Leni als Baby aussah. Lenis Nase, die ist sehr dünn, sehr dünn. Leni hat echt ein kleines Stupsnäschen. So würde ich sagen, ein bisschen kleiner sogar noch. Ja, gut. Mund. Die lacht immer. Immer. Hat ein sehr breites Mundwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe nichts gesagt. Psch. Naja. So ist es. Es ist halt ein Mädchen. Ne? Oder eine junge Erwachsene Frau schon mittlerweile, würde ich sagen. So, die Munddefinierung. Der Mund. Die Tiefe. So. Jo. Hat sie nix, hat sie auch nix, so. Kleidung. Ah. Also, Leni trägt gern pink auch heute noch, aber ich würde sowas Kurzes eher besser finden, so was hier. Ja, das steht dran, ja, das nehmen wir. Hose. Nehmen wir mal eine lange. Da finde ich jetzt pink doof, aber grün und pink passt nicht. Vielleicht so gelb, rot. Blau. Doch lila. Gelb. So. Schüchchen. Oh, die sind schön. Was zu viel pink, wie sieht rot aus? Nehmen wir braun. So. Abendkleidung. Nehmen wir. Ja, Schlafanzug nehmen. Nehmen wir doch. Hier so die schönen Maikäferchen, wenn sie ausgeht. So.
Hier nehmen wir. Was nehmen wir denn hier? Orange, ne. Ja, nehmen wir den Jeans. Passt gut. So, die Schuhe machen wir da gerade mal schwarz, würde ich sagen. Ja. Dann noch die Schlafanzüge. Da wollte ich ja, wie gesagt, das nehmen. Hier nehmen wir das. Da nehmen wir gar nichts. Dann war es das auch schon hier. Nein, nicht wirklich freundlich und neurotisch. Weiß nicht, wie du da drauf kommst. Okay, ich denke es einfach mal so, wie Leni heute ist. Leni ist auf jeden Fall, tolpert sich, hätte ich bei mir auch reintun können. Leni schläft ziemlich viel. Also können die mal aufhören, mich anzustupsen. Ich komme gleich runter, wenn es wichtig ist. Meine Güte, ist das nervig. Genie, geistig, freundlich. Ja, Einzelgänger. Warte, wenn der mich jetzt noch einmal anstupst, ich schwör's euch. Tollpatschig, tapfer Stubmann, nein, das ist überhaupt nicht. Mürrisch liebt die Natur. Und schöpfen aus ihr neue Kraft, nicht wirklich. Leicht zu beeindrucken, künstlerisch, gut. Gut, so, die ist gut. Ihr Lieblingsessen. Spinat, aber das gibt's hier nicht, das ist mein Problem. Nimm mal Spaghetti. Lieblingsfarbe, ich glaube, die müsste rot sein. Meine, die hat im 1990 auch Waage wie mein Vater. So, wir haben alle. Familie wird erstellt. Da musste ich aber gerade noch gucken, kriege ich da noch ein Dings hin? Beziehungen bearbeiten, so. Kind. Kind. Von der ist natürlich auch Kind. Und die ist von dem Kind. Oder der von dem. Und die zwei sind natürlich Ehepaar. Ich meine, Ehepaar von. Ja, eine schöne kleine Familie. So, kriege ich da jetzt noch ein Haustier rein? Weiß gerade gar nicht. Egal. Nehmen wir das erstmal an. Die Folge ging jetzt lang genug, also eine Stunde für die Sims-Erstellung war es ziemlich lang. Ich glaube auch keiner kaum, dass jemand von euch die ganze Zeit durchgehalten hat, weil ich hätte es nicht, aber naja. So, wir haben 19.000... Oh, Alter, haben wir eine hohe Schwierigkeit. Oh Gott. Ich muss mir jetzt gerade noch die Häuser angucken und dann geh doch mal rein. Möbliert 15.000, unmöbliert 13.000. Ein Badezimmer, oh, das sind doch alle viel zu groß, was ist das hier? Egal. Was ist das hier? Das haben wir hier für ein Schlafzimmer im Badezimmer. Ein Schlafzimmer im Badezimmer. Ist mir schon fast alles ein bisschen zu wenig. Hier haben wir so Apartment-Wohnungen, das finde ich jetzt nicht. Hier ist so die Luxusgegend. Würde ich sagen, schon so hier in der Vorstadt, oder? So finde ich ja schon schön, so hier ist so schön verträumt, so schön klein. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Aber wir haben kaum Geld, die müssen gleich mal anschaffen gehen am Anfang. Pfefferminz Julia, Rasputi in Blau, zurück zu Fuchsier. 15.900. Ich nehme, würde ich sagen, gleich mal das hier. Möbliert. Dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Kaufen das. Sind dann erstmal arm. Du kannst noch weitere Grundstücke in die Stadt ansehen oder sofort mit dem Spiel beginnen. Ich würde sagen, ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuschauen an dieser Stelle von der ersten Folge. Wir sind dann in der zweiten wieder, wenn wir dann endlich mit diesem Haushalt ins Leben starten. Ich bin echt gespannt, wie das werden wird.
Weil ich habe 4 Sims, die Schwierigkeit ist ziemlich hoch, aber die anderen 2 sind ja noch Babys, aber gut. Ich hoffe, es funktioniert. Dann würde ich sagen, bedanke mich natürlich herzlich fürs Zuschauen. Die erste Folge ging ein bisschen länger als erwartet, aber hey, ist auch mal schön. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal einen Daumen nach oben geben oder auch mal ein Abo da lassen. Links zur ersten Folge, auch wenn das die erste Folge ist, und zur Playlist, um kein paar mehr zu verpassen, findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch natürlich gerne abonnieren, würde uns wirklich freuen. Dann würde ich sagen, bedanke mich natürlich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage dann einfach mal Tschüss. La 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 la.